Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin ganz schön K.O. Feierabend für heute. Ich bin auch fix und fertig. Hier war jetzt gerade unklar, wer die größere Attraktion ist. Der Fabian oder die Leute, die sich hier gerade über den Wasserfall abseilen. Ich muss gestehen, ich will heute nicht, weil ich einfach richtig K.O. bin. Jetzt habe ich sturmfrei. Schritt 2, klarkommen. Sonst wird das nichts mehr heute. Guten Morgen! Wir sind wieder an einem wunderschönen Platz aufgewacht. Wir haben hier jetzt 2 Nächte geschlafen, mitten in der Natur. Richtig schön. Das Einzige, was ein bisschen gestört hat, sind die Schüsse, die ganze Zeit fallen von den Jägern, die hier sehr aktiv sind. Aber wir brechen jetzt auf, haben heute ein richtig cooles Ausflugsziel und der Fabian ist schon ganz ungeduldig, deswegen geht's jetzt los. Eigentlich hätte er mir eine Route hier über Valencia vorgeschlagen, die war 10 Minuten kürzer, aber 30 Kilometer länger und jetzt fahren wir die. Und da kommt auch ein Supermarkt? Ja. Okay, gut. Dann geht's los. Hippie, ein bisschen frisch. Ja. Und sau klar, oder? Wir sind vor 3 Tagen schon mal an so einem Kanal vorbeigefahren und der war einfach super trocken, leer gelegt. Da waren nur 2, 3 so Pfützen drin. Ja, und der ist voll. Das ist schon was. Voll ist er nicht, aber da ist einfach. Da ist Wasser drin. Da ist Wasser drin. Und das ist gut. Und es ist so klar. Würdest du da jetzt gern drin baden gehen? Ich würde auf jeden Fall mal die Klarnis zeigen. Du kriegst die drauf. Das Wir sind jetzt angekommen und es gibt erstmal Mittagessen, weil Hunger. Ja, sagt sie und isst ihr Stück. Ganz wenn ihr schon ein paar Videos von uns angeschaut habt, dann wisst ihr, dass der Fabian eine absolute Wasserratte ist. Ja. Ist ja auch Sternzeichen Fisch. Ich zwar auch, aber der Fabian ist mehr Fisch als ich. Und dementsprechend hat er sich für heute wieder einen coolen Spot rausgesucht. Es ist aber eher kalt, also mal schauen, ob er es durchzieht. Was sagst du? Die ganzen Spanier sind hier voll in Wintermontur unterwegs. Und auf der einen Seite, wie sagt man denn, macht es mich ein bisschen demütig. Ist demütig hier, das ja. Macht es mich ein bisschen demütig. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dann ist da bestimmt niemand im Wasser außer ich.
Ich werde garantiert nicht ins Wasser gehen. Mir ist das zu kalt. Wir hätten die Standheizung anmachen können. Oh. Da ist ganz schön lang drin. Ja. Aber schaut, da steht hier jemand die Show. Ja, ja. Hier war jetzt gerade unklar, wer die größere Attraktion ist. Der Fabian, der als einziger ins Wasser gegangen ist, oder die Leute, die sich hier gerade über den Wasserfall abseilen. Hier ist eine Familie, eine spanische, mit einem älteren Herrn, der völlig schockiert und fassungslos war, als der Fabian ins Wasser gegangen ist und jetzt gerade auch hinterher kam und unbedingt wissen musste, wo er herkommt, weil sie dachten, er kommt bestimmt irgendwo aus dem tiefsten Norden, dass der das macht, und ihm aussprechen mussten, wie mutig sie ihn finden. Und jetzt ist er aber total fasziniert von denen, die hier runterklettern, und wir finden es super süß, wie er so völlig fasziniert ist und gar nicht weiß, wo er hinschauen soll. Aber ich muss sagen, ich finde es auch krass. Ich weiß nicht genau, ob der Erste, der da runterklettert, komplett gesichert ist, oder derjenige, der ist, der das vorbereitet, dass es gesichert ist. Also, boah, guck mal. Schau mal, da ist es halt auch super rutschig. Ja. Krass. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, da wäre ich raus. Ganz ehrlich.
Boah. Du musst schon Signal geben, Kumpel. Voll das Actionprogramm hier. Ja, mega geil, oder? Wir haben gerade den Jungs, die sich da abgeseilt haben, noch gesagt, dass sie uns ihre E-Mail-Adresse geben. Dann kriegen sie nämlich von uns die Drohnen-Shots und Videoaufnahmen, die wir gemacht haben. Ich glaube, da freuen die sich, weil der eine hatte zwar eine GoPro, aber da siehst du natürlich nicht immer alles. Schön war es hier. Jeden Tag eine gute Tat. Es wäre schön gewesen, wenn die Sonne noch ein bisschen durchgekommen wäre. Darum wärmen wir uns jetzt, denke ich, vorne im Fahrerhaus bei der laufenden Heizung schnell auf, während wir weiterfahren, oder? Mit mir, hier komme ich. Es wird nämlich Zeit, dass wir das herbstliche Hinterland wieder verlassen, oder? Und zum Meer fahren. Zum Mare. Montag, Valencia, 26 Grad. Vielversprechend. Und weiter geht's. Ich habe irgendwie wie so ein Tinnitus in meinem Ohr. Also der ist ja meistens im Ohr. Aber das ist unangenehm. Ah, du weißt schon, was ich meine. Hier sind viele Restaurants. Das ist gut. Aber hier sind wir. Hm. Naja. Aber das wäre fußläufig. Ja. Oder man kann ja auch mal mehr als nur 2 Minuten laufen. Nein. Doch. Der Parkplatz hier hat 5 Euro gekostet. Ich habe aber auf einem Schild gesehen, dass es auch vielleicht nur 3 Euro kostet. Ich weiß nicht, ob wir als Van automatisch mehr zahlen, aber entweder 3 oder 5 Euro kostet der Parkplatz. Man kann auch mit Karte zahlen, sehr praktisch. Schauen wir uns das doch mal an. Den Campingplatz. Das ist wirklich ein Campingplatz. Hey, ich habe für wirklich kurz. Als wir da auf der anderen Seite schon vorbeigefahren sind, dachte ich kurz, hey, ist das ein richtiger Campingplatz? Nee, auf Park 4 Night steht, da wird das Stehen in der Nebensaison einfach toleriert. Ja. Gut. Krasse Nummer, oder? Hier ist man auf jeden Fall nicht einsam, wenn man nicht will. Man kann sich da vorne in die Sonne stellen, wenn man will. Hat alle Nationalitäten, wenn man will. Findet wieder jemanden aus Augsburg. Wenn man will. Hier bleibt man jetzt auf dem Campingplatz. Naja, das ist schon okay. Ich glaube, hier ist einfach so wenig Tourismus in der Nebensaison, dass den Einheimischen das wirklich völlig wurscht ist, dass der halbe Parkplatz von Wohnmobilen belagert ist. Sonst ja, wäre es ja nicht so hier, sonst würden die ja alle weggeschickt werden. Wir sind irgendwie beide super müde. Und machen jetzt, glaube ich, erstmal eine kleine Pause. Und dann, denke ich, werden wir aber schon noch erkunden, wo wir jetzt hier gelandet sind. Ein bisschen ans Meer vorgehen. Heute ist unser Relax-Tag. Morgen geht's wieder los. Wir haben gerade die weise Entscheidung getroffen, doch gleich mal kurz vorzugehen. Ja. Weil ich kenne uns. Es wird sich verchillen. Es wird das nichts mehr heute. Sonst verchillen wir uns. Verchillen. Verchillen stieche Bilder. Ja, das passiert mir öfter. Das sind Fabian-Wellen. Schauen, gell? So schön, wieder am Meer zu sein. Ja. Es geht in einen
äußerst produktiven Sonntag hinein. Schritt 1, anziehen. Schritt 2, klarkommen. Hier schaut's aus wie Sau. Warum auch immer. Aber da kümmert sich der Fabian gleich drum, hat er gesagt. Das ist schön. Und ich setze mich an den Laptop. Hier. Genau hier. Und werde diese To-Dos abarbeiten. Und wie wird dir das gelingen? Super. Jetzt ist hier aufgeräumt. Die Mira erstellt fleißig eine Struktur. Ich kann euch sagen, man darf sich schon managen, wenn man YouTube macht und auch noch hier und da ein paar Videos für Firmen produziert mit Deadlines. Das ist ja eine komplett neue Erfahrung und nicht immer einfach. Ja, was ein Sonntag heute. Die Mira wird heute von mir ein bisschen entlastet. Also ich kümmere mich um Dinge, wo manchmal die Mira eigentlich so die Chefin dafür ist, nämlich Wäsche waschen. Geht's noch? Und drum fahre ich jetzt mit dem Longboard zum Waschsalon. Also ich suche zumindest mal den Waschsalon, der ist 2,5 Kilometer weg. Dann möchte ich ein bisschen Sport machen und dann gehe ich auch noch auf die Jagd und komme mit Nahrung zurück. Und die Mira schafft hier fleißig. Warum schafft die Mira fleißig? Weil wir die Tage mal oder die nächsten Wochen auch mal ein bisschen Urlaub machen wollen. Das bedeutet, als Selbstständiger vorarbeiten. Normalerweise sagt man ja, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Aber das kann ich mir heute einfach nicht erlauben, weil meine To-Do-Liste wirklich lang ist. Und unser Tisch das wahrscheinlich nicht aushalten würde, wenn ich da drauf rumtanzen würde. Und ich würde mir den Kopf anstoßen. Hast du alles, oder? Jetzt brauche ich noch mein Helm hinten und mein Longboard. Handy, Geldbeutel, Kopfhörer. Oh, der Junior. Gib mir meinen neuen Helm. Soll ich das dran lassen? Ja. Für die Coolness. Viel Spaß, pass auf dich auf. Jetzt habe ich sturmfrei. Und ran an die Arbeit. Hallo. Hallo. Ich wollte mal fragen, wie es so läuft. Noch so 3-4 Minuten, dann ist die Wäsche trocken und dann mache ich mich auf den Rückweg und suche noch was zu essen. Ja. Ich habe bisher nie, wollte eine Pizza holen, habe aber schon 2-3 angerufen, aber die hatten alle kein Englisch gesprochen. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe auch eine Bäckerei gesehen, die irgendwie Pizza anbietet, da fahre ich jetzt mal noch vorbei. Aber das Problem ist, ich muss die meiste Strecke laufen, weil da ist ein Kieselweg. Okay. Aber das macht nichts. Aber gut, dass die Wäsche durch ist. Ja, das ist gut, ich habe jetzt mein erstes Projekt abgeschlossen. Wow, eine kleine Projektmanagerin, da war das schnell. Ja. War irgendwie doch noch, hat doch noch ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich ganz froh. Dann mache ich jetzt hier weiter. Ich wollte nur ein kleines Status-Update erfragen. Ja. Komm gut nach Hause. Ich denke, je nachdem, so eine gute Halbstunde. Okay. Passt. Ciao. Pizza und saubere Wäsche, das ist ja wie Weihnachten. Beneath the shadow.
shadows of this quiet town. See you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take though you're earthbound. You were made so surprised, but never learn to rise above the in the dust of the life that you found. Nowhere to go, no higher ground. Even if you never found before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you. Can still take flight, although you're earthbound. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin ganz schön K.O. Wir waren so fleißig heute. Jetzt machen wir Feierabend und beenden den Abend in guter Gesellschaft, wenn auch nur virtuell. Wir skypen jetzt nämlich mal den Joachim an. Den Joachim. Den Joachim. Den Joachim. Und los geht's. Oh, ich habe nicht mehr so viel Akku. Hey Joachim. Lass uns doch nicht so einfach sitzen. Hallo, ist er ja. Hallo. Hallo. Hi. Moment, ich mach's mal ein bisschen heller, oder? Wie du willst. Was seht ihr mich denn schon? Ja. Aha. Aha. Hey Joachim, willst du in unserem YouTube-Video vorkommen? Hi. Na, geht's dir gut? Mir geht's gut, wie geht's euch? Gut. Ja, doch. Die Mira und ich sind halt beide circa eine Stunde früher aufgewacht, noch so ein bisschen rumgekuschelt und sind dann effektiv eine halbe Stunde früher aufgewacht oder aufgestanden und haben uns dazu entschlossen, jetzt noch unser Duschsetup aufzubauen und den Morgen zu nutzen, dass wir das nicht untertags machen. Und schaut mal, wie geil die Sonne hier langsam aufgeht. Ich möchte euch an dieser Stelle unser aktuelles Duschkonstrukt vorstellen. Ich rege hier den An- und Ausschalter. Da drin ist unsere Tauchpumpe. Mira ist hier drin und duscht. Hier haben wir natürlich Wasser aufgewärmt, vorher beim Kochtopf. Es dauert so ja, eine 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis das auf einer angenehmen Temperatur ist. Drei Kochtöpfe haben wir jetzt warm. Drei Kochtöpfe. Und wenn die Mira mir dann das Signal gibt, dann lasse ich die Pumpe wieder rein und starte die Party wieder. Wassermarsch, bitte. Der längste Wassermarsch, was ich hier sehe. Pause.
Hallo, Pause. Ich weiß nicht, nicht ganz voll. Jetzt ist er nämlich bei der Hälfte. Okay. Und dann wird der Spieß natürlich umgedreht und ich sitze hier an der Fernbedienung und der Fabian darf duschen. Und der darf jetzt den Kanister leer duschen. Alles, was ich übrig gelassen habe, gehört ihm. Und hinter mir geht jetzt erst die Sonne auf, die angefangen hat aufzugehen, als wir vor einer Stunde aufgestanden sind, vor über einer Stunde sogar. Und jetzt müssen wir das ganze Konstrukt natürlich auch noch abbauen. Außer wir wollen heute in der Rumpelkammer arbeiten. Und das wollen wir nicht. Meistens nicht. Upsala. Also Schritt 1, Dusche. Die tropft immer noch ein bisschen nach, darum kommt die hier in die Schüssel und die hängen wir dann meistens über den Spiegel, dass sie da ein bisschen austropfen kann. Kanister kann weg. Das Umständlichste ist eigentlich immer den Vorhang trocken zu kriegen, aber wir hängen den einfach mit den Magneten, die wir auch benutzen, um den Vorhang so ein bisschen an der Wand zu fixieren, damit er nicht so an einem klebt, um den Vorhang außen am Van aufzuhängen und dann kann der da auch abtrocknen, so lange bis er halt trocken ist und dann kommt er wieder rein. Morgen? Ja, da wollte ich die Farbe aus dem Van. Ja, ist er. Irgendwann waren wir mal so sparsam, dass wir mit einem Kanister zweimal duschen konnten. Aber mittlerweile duschen wir nur einmal mit einem Kanister. Unser Morgenspaziergang findet jetzt nach der Dusche ein bisschen verspätet statt, aber dafür in Gesellschaft. Wir haben uns nämlich gestern hier an dem Stellplatz mit einer Bekannten von uns getroffen, von der wir gar nicht wussten, dass sie auch Vanlife macht und in der Gegend ist. Und es hat dann ganz spontan geklappt. Und das ist richtig schön, dass wir jetzt ein bisschen Zeit verbringen können. Leute, ich sag's euch. Das letzte Mal haben wir uns heute früh gesehen. Und es war auch das letzte Mal, dass ich an der frischen Luft war. Und jetzt ist es 5 Uhr am Nachmittag. Die Mira ist am Schaffen wie ein Viech. Ich saß den ganzen Tag nur am Laptop. Und ich musste jetzt einfach mal kurz, einfach mal kurz raus, mir die Beine vertreten und mir ein bisschen dieses goldene Abendsonnenlicht ins Gesicht scheinen lassen, weil ich sonst... Meinst du das? Ich meine genau das. Weil ich sonst völlig durchgedreht wäre. Wir haben heute Abend auch noch mal ein bisschen Strecke vor uns. Und ja, darum habe ich jetzt kurz Bewegung gebraucht. Und einerseits... Wenn ich das so erzähle, denke ich mir so, Gott, ich saß den ganzen Tag im Haus rum. Im Haus? Was soll denn das? Was für ein Quatsch. Und man hat so das Gefühl, man verpasst den ganzen Tag. Aber andererseits muss ich sagen, dass ich, da wird jetzt der Fabian gleich ganz stolz sein, dass ich es auch sehr befriedigend finde, so Sachen abzuschließen und einfach zu wissen, dass ich richtig reingehauen habe und mir dann meinen Urlaub sowas von verdient habe. Also ich glaube, man muss sich seinen Urlaub nicht unbedingt verdienen. Wenn man Urlaub braucht, darf man sich den auch so nehmen. Aber ich habe ihn mir verdient. Ja, und ich kann euch sagen, die Mira schneidet Videos wie eine Weltmeisterin für euch. Was heißt Videos? 1, 2, 3, 5. Thank you.
wie der Fabian gerade zu mir gesagt hat, jetzt fahr mal, ob ich will oder nicht. Ich muss gestehen, ich will heute nicht, weil ich einfach richtig K.O. bin, aber wir können wahrscheinlich morgen Abend noch nicht fahren, nicht auch fahren. Wow, mein Gehirn. Also morgen Abend werden wir wahrscheinlich keine Strecke machen. Drum fahren wir jetzt heute noch ein Stückchen, aber nicht mehr so lang, wie wir ursprünglich vorhatten, weil wir jetzt auch 2 Stunden später erst losfahren, als wir ursprünglich losfahren wollten. Aber so ist es halt jetzt, gell? Feierabend für heute. Ich bin auch fix und fertig. Oh, das ist unser Wecker. Der sagt, dass wir den Ladebooster ausmachen müssen. Wir haben immer noch diesen dummen Kippschalter. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe doch keine Ahnung. Wir sind an dem kostenlosen Wohnmobilstellplatz jetzt. Ein bisschen unterhalb von Barcelona. Mit Z, Barcelona. Jetzt wird noch das Klo entleert und dann wird der Schlafakku, der Energieakku wieder aufgefüllt. Juhu, gut gemacht. So, angekommen und etwas K.O. Ja, aber wir sind jetzt hier, das ist schön und wir können uns jetzt gleich ins Bettchen legen. Ja. Wir haben jetzt seit die letzten Tage, die wir so mit euch geteilt haben, voll spannend nochmal dieses Thema Selbstständigkeit im Vanlife reflektieren können, weil das für uns ja doch mittlerweile die Normalität geworden ist, was voll das Geschenk ist, vor allem wenn man so das Ergebnis betrachtet. Und das Ergebnis ist ja, dass wir nun mal sehr frei mit unserem Van reisen können. Aber es hat uns auch gezeigt, dass es durchaus diesen Preis gibt, den wir zahlen. Und den zahlen wir zu bestimmten Zeiten mehr gerne. lieber als zu anderen. Aber trotzdem finde ich es voll cool, sich das nochmal so ins Bewusstsein zu rufen, weil das den Wert dieses Lebens nochmal verdeutlicht. Definitiv. Ja. Also es ist schon eine wahnsinnige Flexibilität. Ich meine, wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass sowas mal möglich ist? Für eigentlich, ja, für jeden. Ja. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass so wie wir es jetzt die letzten Tage erlebt haben, es tatsächlich ein bisschen eine Extremsituation ist. Zum einen, weil wir ja gerade auf diesen Urlaub hinarbeiten und das bedeutet in unserem Fall einfach Vorarbeit leisten. Aber man muss auch gestehen, oder ich muss auch gestehen, dass ich mir einiges von dem Stress hätte ersparen können, wenn ich generell ein besseres Zeitmanagement hätte, schon früher gehabt hätte. Das war jetzt halt gezwungenermaßen nötig, aber war auch gut so. Jetzt habe ich es in diesem Setting sozusagen gelernt und auch gelernt, dass ich das kann, wenn ich wirklich muss und will. Und ja, das war cool und es sind coole Ergebnisse dabei entstanden. Könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und wer jetzt aufmerksam zugeguckt hat, der hat vielleicht festgestellt, dass wir nicht wie vielleicht zu erwarten in den Süden runterfahren, sondern dass unsere Route eher hoch Richtung Norden geht. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, warum wir eher von der Wärme wegfahren, dann bleibt auf jeden Fall dran und abonniert kostenlos den Kanal. Genau, und im nächsten Video erfahrt ihr nämlich, was wir für Pläne haben, die uns in den Norden führen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace! Peace.